Vor 3 Jahren bin ich von Messe Zürich in der U21 zu Wil gekommen. Es ist das erste Mal, als ich in einen Profibetrieb gekommen bin. Und das war sicher ein sehr grosser Schritt für mich. Ja, man hat auch schon gemerkt, wenn er gekommen ist, dass er die Qualität schon hat, die technische Qualität. Da hat er vielleicht nur ein bisschen gebraucht, diese Spielpraxis, diese Erfahrung zu sammeln. Und die Spielintelligenz hat er schon immer gehabt und die Technik. Und jetzt mit der Reif, der ist einfach ein ganz anderer Spieler jetzt auf dem Platz. Castro, der hat einen positiven Einfluss auf den Platz, weil er hat auch gelernt, in der Position zu spielen. Der läuft nicht mehr überall hin, früher als ein Junior noch. Man läuft, man will viel den Ball heute. Oder der spielt mehr taktisch, der denkt mehr taktisch. Und heute, wenn er spielt, die Mannschaft spielt auch sehr, sehr gut, spielt er anders. Mit mehr Aggressivität, er hat mehr Kontrolle jetzt, hat er die Persönlichkeit auf dem Platz. Und da spielt die Mannschaft auch. Wir haben die Kontrolle im Mittelfeld. Ich glaube, das ist wichtig in einem Spiel, dass man die Kontrolle da im Mittelfeld hat. Und seine Entwicklung in diesen 3 Jahren war sehr gut, weil er auch sehr viel in sich selbst investiert hat. Besonders geholfen hat mir, dass Dino Lamberti mir einen sehr guten Mentaltrainer angeboten hat. Das habe ich dann sehr gerne angenommen. Ich gehe wirklich oft zu ihm und es hilft mir sehr auf dem Platz. Man merkt das allgemein durch die Einstellung, die ich habe. Ich kann wirklich auch die Persönlichkeit entwickeln mit ihm. Ich war schon immer ein Kämpfer, schon früher. Und ich glaube, jetzt habe ich durch das Mentaltraining kann ich meine Kräfte auch anders einteilen. Also meine ganze Kraft, meine Einstellung, dass ich das besser einteilen, dosieren kann. Castro hat sich in den letzten 3 Jahren beim FC Wil sehr gut entwickelt. Leider hat er noch mit kleineren Verletzungen zu kämpfen gehabt. Das Ziel der Vertragsverlängerung ist, dass er die komplette Saison durchspielt und den nächsten Schritt macht und sich für weitere höhere Aufgaben empfiehlt. Ja, Verletzungen im Fußball gehört auch dazu. Ich kann eigentlich auch daraus wachsen. Die Fairplay Agency hat mir viel geholfen. Da muss ich wirklich sagen, sie haben mir seit Anfang an, wenn ich eine Verletzung hatte, haben sie mir immer geholfen, haben sich gemolden. Der Lamberti, der Sebastian, der Gesi, alle haben sich gemolden bei mir. Ja, es war so, dass sie immer präsent waren. Sie haben immer auf mich geschaut. Und allgemein immer mit der FPA-Family habe ich immer Kontakt gehabt. Und das hat mir geholfen. Ich bin nicht der grösste Fußballspieler, das ist auch klar. Und, ja, mein Berater sagt immer wieder, es heisst Fußball und nicht Kopfball. Und ich glaube, auch mit meiner Körpergröße gönne ich so viel Kopfball. Ich habe eine gute Sprungkraft. Ich bin zweikampfstark. Es hat viel sehr gute Spieler. Ich sage jetzt nur einen Namen, Marco Verratti, ist kleiner als ich. Und er spielt die gleiche Position wie ich. Und ich meine, er ist ein Topspieler und ich glaube, ich kann auch Fähigkeiten, um Topspieler werden. Es ist egal, was die anderen über ihn denken. Wenn er auf den Platz geht, wird man merkt diesen Unterschied nicht. Weil er seinen Auftritt zeigt, dass er dass jetzt die Große nicht entscheidend ist. Oder wir haben da den Messi, der fünfmal der Weltfußballer der Welt ist. Ich habe mittlerweile 3 Trainer der Fabi Wil und ja, ich habe wirklich von jedem etwas lernen. Ich habe beim Ciriaco Sforza etwas lernen, beim Alex Frey etwas lernen und beim jetzigen Trainer Jacopetta bin ich viel am Lernen. Ich bin am FC Wil sehr dankbar, dass ich noch mal 2 Jahre verlängern kann. Ich fühle mich wohl, ich habe mich wirklich weiterentwickelt. Ja, mein Ziel ist halt einfach, dass ich die nächste Saison mache und dass ich wirklich Spielzeit haben, dass ich meine Spiele mache, dass ich so viele Spiele wie möglich mache. Das ist mein grösstes Ziel jetzt, damit ich mich noch weiter entwickeln kann.